Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum aktuellen Wetterbericht aus Freudenberg an der Ruhr, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Reisebüro Monika Stabenau aus Freudenberg. Die Aufnahmen heute sind entstanden beim Spaziergang heute Morgen um 9 Uhr im Wäldchen hinterm Kiefernweg auf dem Mühlenberg, und von da hat man eigentlich einen guten Blick auch auf die Golfplätze und die Kleingartenanlage. Das Wetter, es ist ein schöner goldener Oktobertag mit Höchsttemperaturen von 15 Grad. In der Nacht sinkt es dann ab auf immerhin noch milde 8 Grad und die Luftfeuchtigkeit beträgt 76% bei Temperaturen momentan um 11.30 Uhr. Die Bauernregeln des Tages heute vom 28. Oktober: ist das Wetter hell und klar, gibt es Regen erst ab St. Cecilia oder aber auch Simon und Juda, die zwei führen oft Schnee herbei. Da wollen wir hoffen, dass das noch ein bisschen dauert mit dem Schnee. Die Tagespresse in Freudenberg berichtet über den Gipfel zum Euro und über einen sensationellen Saurierfund. Und in Freudenberg unterhält man sich überwiegend über die Situation im Himmelmannpark, über die Baustellen und dann natürlich noch die Kriminalfälle des Tages, eine Schlägerei im Drahtwerk. Das war der Wetterbericht von heute, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann und vom Reisebüro Monika Stabenau. Morgen gibt es auch wieder ein Wetter, und bis dahin sage ich: in alter Frische.